ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute spielen wir mal Wolf Tales wieder zusammen. Ihr wisst bestimmt noch das erste Wolf Tales Video, als wir da halt ja zusammen gezockt haben ein bisschen. Ich habe euch auch ein bisschen versucht, das Ganze zu erklären. Und ja, also ehe man sich versieht, wir sind hier einfach ein Fuchs. Ja, man kann, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, kann man den Fuchs ab Kapitel, ach du Scheibe, wann war das? Ich glaube 15 oder sowas, kann man dann den Fuchs halt freischalten, wenn man bei der Wolf-Quest 15 ist oder sowas. Und für den Bären müssen wir, wenn ich das hier, warte mal. Hä? Leute, warum? Hä? Ich check gerade nichts mehr. Warte. Oh, haben wir jetzt ein Spektakel gerade herausgefunden? Wir können hier, als ob, hä, haben wir schon die Bärenquest freigeschaltet oder was? Das ist doch gar nicht möglich, oder? Als ob, Leute. Ich bin jetzt gerade irgendwie schwer vom Begriff. Also, hä? Warte mal. Okay, warte, wir probieren das jetzt aus. Das ist ein Panda. Yeah. Braunbär, Panda, den hier haben wir noch. Nehmen wir mal einen Panda, okay? Oh mein Gott. Hä? Warte mal, haben wir jetzt ernsthaft schon die Bärenquest? Warum haben wir jetzt gerade... Warte mal. Hä? Warte mal. Wir haben ernsthaft schon die ganze Zeit die Bärenquest freigeschaltet und ich habe es nicht gecheckt, Leute. Oh mein Gott, wie dumm bin ich eigentlich gerade? Ich habe... Alter, oh mein... Also, ich habe nie gecheckt, dass wir schon den Bär freigeschaltet haben. Oh mein... Wir haben den Bär einfach freigeschaltet. Wie krass ist das? Das ist ja voll krass. Oha. Ich merke halt wirklich einfach erst jetzt, dass wir den Bären freigeschaltet haben. Scheibe, ist das krass, ey. Oh mein Gott, Leute. Okay, Planänderung. Oha, wir sind einfach ein Bär. Als ob. Ja, der greift mich hier an. Okay. Ich habe jetzt echt nicht damit gerechnet, dass wir hier schon ein Bär einfach sind. Aber okay. Ich muss jetzt mal damit klarkommen. Aber okay. Okay. Naja, wir gehen jetzt erstmal zum Wolf. Da sind wir ja am stärksten. Wir haben da nämlich einen Arctic Wolf, also einen mystischen, diesen pinken da. Der ist bei uns schon Stufe 30 und ich bin eigentlich, wenn dann auch immer, Mondsteine, Leute. Ich bin dann auch eigentlich immer mit dem hier unterwegs, weil der ist so der Stärkste, weil er hat ja alle drei Felder freigeschaltet und ja, ist auch unser stärkster mystischer Wolf. Ja, wir können uns teleportieren, Leute. Wir haben das Teleportierens-Dingens da freigeschaltet. Und okay, jetzt fertig mit Labern. Und zwar, Leute, schaut euch das mal an. Das ist so krass. Hier ist einfach ein mystischer Wolf mit, also so ein feuermystischer Wolf halt. Und das läuft in 5 Tagen ab. Und wir haben jetzt gerade mal vielleicht die Hälfte. Also würde ich sagen, gehen wir mal weiter zocken. Und gehen wir in Insel des Exils. Ich weiß, das ist nicht die stärkste zum Battle Points sammeln halt, aber... Es ist meine Lieblingsinsel, also mein Gebiet, besser gesagt, was für Insel eigentlich. Also ich mag dieses Gebiet halt wirklich extrem. Ich weiß nicht, wieso. Ich mag es einfach, hier wirklich zu sein. Und ja, gucken wir mal, was wir hier so anstellen können. Nice. Warte mal, wir haben da... Leute, angreifen ist am Start. Und ja, es... Bis jetzt verlieren wir eigentlich, ne? Wir verlieren bis jetzt gerade, weil die Gegner haben 198 und wir nur 86. So, versuchen wir ihn mal schnell zu töten. Ja, das werden wir schon hinkriegen, wenn niemand uns dazwischen kommt. Jo, geschafft. Noch schnell Leben geben. So, dann werden wir schnell hier unser Markier mal... markieren, ne? Hier unser Revier markieren. Dass wir hier so auch generell ein paar Battle Points bekommen. Ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich, hoffe ich. Und ja, hier ist noch jemand. Das ist ein Wildfremder auch wieder. Hallo. Ach nein, sind die zu zweit, oder? Nein, er haut ab. Egal. Er rächt sich, Leute, weil wir ihn vorhin gekillt haben. I'm sorry.
Oh nein, jetzt kommen seine Teamkollegen, jetzt sterben wir, wetten wir. Junge, wie unfair. So viele gegeneinander. Okay, wenigstens ist der tot. Oh, lass meinen Teamkollegen in Ruhe. Okay, okay, okay. Wir haben ein bisschen reingeschissen, aber ist doch egal. Naja. Ach so, Leute. Und zwar die, wo Wolf-Tates haben. Ihr könnt mir gerne eine Freundschaftsanfrage schicken. Und zwar heiße ich hier Bachi, könnt ihr einfach eingeben. Und 961 ist meine Zahl. Also wenn ihr halt mir Freundschaftsanfrage schicken wollt, müsst ihr halt einfach hier unten auf Freund hinzufügen. Und dann würdet ihr jetzt halt in meinem Fall, wenn ihr mir jetzt eine Effa schicken wollt, müsst ihr halt einfach hier Bachi, was war's? 961 oder so, ne? Und dann müsst ihr auf OK und senden und dann werde ich sie annehmen, wenn ich eine bekomme. Also, aber am besten warnt ihr mir vor, dass ihr es seid auf YouTube halt in den Kommentaren. Das wäre eigentlich noch richtig praktisch, dann weiß ich halt, wer das ist. Und ja, weil ich habe schon manchmal Freundschaftsanfragen bekommen, aber ich habe halt nie gewusst, wer diese Leute waren, ne? Und dann, ja, dass ich das halt weiß. Also, wenn ihr wollt, ja, das passt mir immer, ne? Und, okay, okay, Jesus, Alter, der ist ja übertrieben stark, Mann. Hallo? Warte mal, Foxy Ventures Tipp war, wenn einer stärker ist als du, musst du abhauen, aber okay. Ja, wir sind richtig gut in Abhauen, ne? Nur noch ein paar Sekunden und dann ist die Runde schon vorbei. Wir haben leider diese Runde verloren, aber man kriegt trotzdem immer was. Oh, no! No, I'm so sorry. Habt ihr gesehen, der hat uns nicht mal angegriffen. Der hat uns nicht mal angegriffen. Also der hat sich halt, der hat so, diese Emotion hat er halt gemacht. Und ich habe ihn angegriffen, tut mir so leid. Weil wenn welche solche Emotionen machen, also halt nicht mich angreifen, dann versuche ich auch das zu bemerken und sie nicht anzugreifen, ne? Weil das ist halt so, das hat so was mit Freundlichkeit zu tun und so ein Kram. Defeat, ja. Wir wurden leider besiegt, Leute. Das ist sowas von traurig. Oha, wir haben die meisten Kills gemacht. Was? Das waren nur drei. Und der letzte war aus Versehen. Der letzte war wirklich aus Versehen, als ich ihn vergiftet habe. Es tut mir sowas von leid. So, wir sind jetzt mit dem geflügelten Wolf. Das passt gut. Vielleicht gewinnen wir diese eine Runde dann. Nein, die demokieren schon ohne mich. Hallo? Warte doch auf mich. Ich glaube, wir sind dieses Mal das stärkere Team, oder? Ja, wir haben auch mehr und wir haben sogar auch ein Fantasy, habe ich da, glaube ich, gerade gesehen. Ja, gucken wir mal. Ich möchte unbedingt, seht ihr das, diese Eiskristalle, die um diesen Wolf da schweben? Ich möchte die unbedingt freischalten. Ich bin die ganze Zeit auch irgendwie am Jagen. Okay, das sind mir zu viele. Gegen die kommen wir niemals alleine an. Und ich spare halt die ganze Zeit auch irgendwie, dass ich da ein bisschen XP sammle. Dass wir dann halt auch wirklich diese Dinger freischalten, weil ich möchte stärker werden, Leute. Und dann können wir vielleicht irgendwann mal das Ganze machen. Oh nein, jetzt haben die schon einen Punkt. Nein, 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 ich helfe mit. Ich helfe mit, Leute. Ach du Scheiße, die sind stärker, als ich dachte, ne? Machen wir mal eine Eisbeschwörung ganz schnell und dann teleportieren wir uns darauf. Okay, der Geflügelte hat geholfen. So, gucken wir mal, ob das was wird. Ja, 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 ja. Ich kann irgendwie nichts drücken. Komm, drück doch! Mein Gott. Wenn ich mich teleportiere und beiße, dann tanke ich mir selber immer ein bisschen Leben. Das ist voll nützlich. Okay, wir haben ihn gekillt. Oh, und ja. Sollen wir schnell abhauen? Ich habe Angst, ey. Ich habe so Angst, wenn es halt sowieso Überzahl sind. Dann, nein, nicht mit mir. Okay. Gucken wir mal, was wir sonst noch anstellen können. Das ist ein Eiswolf. Den killen wir aber trotzdem. Okay, ich habe mich wegteleportiert. Scheibenkleister. Hey, Leute. Leute, das ist so alles krass hier. Manchmal gibt es wirklich Desaster, wenn zum Beispiel Kuga hier mit dabei sind. Das ist wirklich brutal. Die machen doch meistens immer so einen Wirbel, ne? Die machen doch so einen riesigen Wirbel, wenn ihr das kennt. Und dann laggt es immer sowas von, wenn du in diesen Wirbel halt gerätst. Das ist wirklich, das ist übertrieben krass. Ja, vielleicht sollten wir uns mal ein bisschen zurückziehen, bevor wir sterben. Hallo? Ach du Mann. Nein, nein, nein! Oh, Leute, wir haben nur noch 31 Leben gehabt. Wäre es noch ein Schattenbiss, dann wären wir einfach mal wirklich geköpft worden, richtig. Und ja, ich glaube, wir tanken mal schnell Leben. Weil sonst ist das ja zu brutal, sag ich jetzt mal so. Und die schreiben auch hier richtig krass alles im Chat, ne? Wir müssen mal schnell gucken. Ja, wir haben laufende Zucht. Wir haben hier Jungtier sammeln.
Und zwar sammle ich momentan Jungtiere, weil ich möchte hier meine Clans, möchte ich ein bisschen weiter steigern mit dem Level. Und dafür müssen wir halt ein bisschen was machen mit diesen Wölfen. Und dann können wir hier halt spenden. Und oh mein Gott, der Clan Alpha ist ein mystischer. Oh, Leute, oh mein Gott. Ich muss das jetzt machen, ne? Ich muss das jetzt im Fall machen. Oh, okay, Leute, ja, wir müssen gucken, dass wir das hier irgendwie machen, ne? Victory! So, wir haben es gemeistert. Jetzt gehen wir mal ganz schnell weg von diesem Haufen, bevor das passiert. Genau, das wollte ich verhindern, ja. Die sind manchmal richtig aggro, was das angeht. Aber ja, das ignorieren wir am besten einfach, ohne dass uns hier irgendwas passieren würde. Hoffe ich zumindest, Leute, sonst ist alles vorbei, ja. Okay, wir sind jetzt hier viele. Aber naja, gut, dann gehe ich jetzt mal gleich offline, um diesen. Also vom PvP halt, dass ich diesen mystischen da mal gucke, ob ich den aus dem Clan halt rausmache. Und dass das für euch nicht zu lange geht, würde ich sagen, danke, dass ihr zugesehen habt. Und ja, nächstes Mal gibt es dann wieder ein Horse Riding Tales Video, glaube ich. Vielleicht sogar schon das Wahrheit- oder Pflicht-Video. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie die Zeit finde. Und ja, würde ich sagen, danke fürs Zusehen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao! Feel alright, I'm just so tired to share my night.